weil schon im Laufe der Jahre so oft die Frage kam, Dirk, bau doch mal bitte so ein Pocket Kit von Knauf auf. Deswegen ergibt sich jetzt hier die Situation, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich mache das. Hallo Handwerker, ich grüße euch. Ja, wenn ihr heute eingeschaltet habt, dann möchtet ihr wissen, wie das Knauf Pocket Kit aufgebaut wird und zusammengebaut wird. Das ist von Knauf die W496. Hier ist die Montageanleitung, wie das gemacht wird. Ihr seht auch schon hier, wo ich vorhabe, diese Wand einzubauen. Ich habe auch schon ein bisschen vorbereitet. Ich erkläre euch das aber gleich im Detail, was ich jetzt hier gemacht habe, damit ihr das auch richtig könnt. Wichtig ist auf jeden Fall, sich genau an die Montageanleitung von Knauf zu halten für dieses Pocket Kit, weil die ist sehr gut geschrieben, sehr detailliert und danach kann man wirklich bauen. Ich gebe euch den gewissen Schub, es richtig zu machen, noch so kleine Details, worauf ihr achten müsst, aber ansonsten ist die Aufbauanleitung oder beziehungsweise die Montageanleitung von Knauf wirklich sehr gut gemacht. Ich zeige euch nachher auch noch ein paar Bilder aus dieser Montageanleitung, wie man es dann am besten macht. Es gibt auch zahlreiche Videos von Knauf selber, wo man das auch noch mal sieht. Aber ich zeige euch das alles ganz genau im Detail. Ihr wisst, es kann ein bisschen länger werden. Deswegen werden wir wahrscheinlich hier auch zwei, drei Teile draus machen. Aber dann genau beschriftet, dass ihr wisst, da wird jetzt das gemacht, da wird das gemacht, da wird das gemacht. Ja, ihr seht halt, ich habe schon Ständer hingestellt. Hier ist, wie gesagt, ein Unterzug. Die Wand, die ich stelle, das Pocket Kit, wird hinter den Sturz montiert. Das ist für mich besonders, oder das ist für mich etwas schwerer als vielleicht bei euch zu Hause, weil ich habe hier keine Deckenhöhe. Das sagt man so, wenn die Decke niedrig ist. Hier sind 2,30 Meter. Nee, sogar noch weniger. Ich messe gleich mal genau nach, um euch nichts Falsches zu sagen. Und da muss ich ein paar Sachen machen. Ich muss kürzen, Taschenprofile, so heißen die Profile teilweise von diesem Pocket Kit. Und die muss ich halt kürzen und wird für mich ein bisschen schwieriger als wahrscheinlich bei euch zu Hause, wenn ihr eine normale Deckenhöhe von 2,50 Meter habt, was ja eigentlich Standard ist. Hier bin ich aber in der Garage, in meiner Garage. Und warum baue ich diese Wand? Ich habe hier schon mal eine Wand stehen gehabt als Trennwand zur Garage. Das ist aber eigentlich mein Lager. Und hier in diesem kleinen Räumchen stelle ich meine Farben rein und sowas. Die Garage wird nicht beheizt. Hier ist zwar eine Heizung drin, aber ich möchte da halt Farben reinstellen, einen kleinen Heizlüfter, der ab einer bestimmten Temperatur angeht, damit mir die Farben und der Spachtel und alles, was ein bisschen Wärme über 5 Grad haben muss, nicht kaputt geht. Und weil hier kann es schon ziemlich sehr kalt werden in dem Raum. Und hier war halt früher eine Wand drinne mit einer normalen Türe, aber die normale Tür nimmt mir einfach zu viel Platz weg, weil hier hinter möchte ich noch ein Regal stellen und seht ihr dann wahrscheinlich auch noch alles. Und deswegen habe ich gesagt, so, das ist eine gute Situation, um dieses Pocket Kit mit euch zusammen aufzubauen. Ja, dann gehen wir jetzt gleich mal ans Eingemachte. Ich zeige euch gleich mal, was ich hier gemacht habe, damit ihr da schon mal den Einblick habt, was ihr dann auch machen solltet und müsst. Nochmal ganz kurz dazu. Was werden wir alles in dem Video sehen? Ihr werdet sehen, wie ich das Ständerwerk gebaut habe, dann wie ich die Profile zuschneiden muss für das Pocket Kit, worauf man da achten muss, damit die ganze Konstruktion mit der Schiene, wo die Tür drin fährt, wie die montiert wird, wie die befestigt wird, wie die Konstruktion dann auch über dieser Laufschiene aussieht. Dann werdet ihr sehen, wie ich die Wand beplanke. Dafür nehme ich Diamantplatten. Ihr werdet sehen, wie ich die Wand spachtel und wie ich die Wand streiche. Es kommen an den Laibungen kommen dann Spachtelprofile, also Spachtelprofile, Spachtelleibungen heißen die genau.
wie die montiert werden, wie die eingespachtelt werden. Das werdet ihr alles in diesen Videos sehen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und mir einen guten Erfolg. Also wie gesagt, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, damit das Video auch nicht zu lang wird. Ich habe jetzt hier das U-Profil und das U-Profil an der Decke und an den Wänden schon mal zurechtgeschnitten. Auch die Ständer, die wir jetzt noch dazu brauchen, das C-Profil. Und benutze jetzt hier das DB-Profil von Knauf. Das DB-Profil von Knauf, das ist so ein bisschen wellig oben auf der Fläche, also nicht glatt. Mal gucken, ob die Kamera es einfangen kann. Ihr seht, das ist hier so ein bisschen wellig. Das nennt sich dann DB-Profil. Das ist für Schallschutz. Das brauche ich jetzt eigentlich hier nicht, weil ich ja hier in meiner eigenen Garage bin. Aber das hatte ich jetzt noch und habe gedacht, dann verwende ich das auch. Dieses Profil nimmt man hauptsächlich oder eigentlich nur für Schallschutz. Dadurch, dass die Platte nicht voll auf der glatten Fläche aufliegt, wie an dem Profil, was ihr vielleicht auch kennt, hat die Platte keinen direkten vollflächigen Kontakt, sondern ich sag mal, jetzt mal von mir aus eine Zahl, sondern nur 50%, ist aber genauso fest, weil sie ja angeschraubt wird, wie bei anderen Profilen auch. Aber dadurch ist halt die Schallübertragung unterbrochen. Dann nimmt man auf jeden Fall, auch wie bei jeder anderen Wand, das Trennwandband. Das ist dieses Moosgummi. Das wird dann auf dem Boden, an der Decke und an den Wänden auf die Profile geklebt, damit man auch eine gewisse damit man auch einen gewissen Schallschutz erreichen kann. Es ist natürlich klar, da wo die Tür reinfährt, also jetzt hier auf die Seite, kann natürlich keine Dämmung rein, weil der Platz ist einfach nicht gegeben, weil ja da die Türe reinfahren muss. Wenn die Dämmung da drin wäre, ging das nicht. An den Stellen, wo die Dämmung bzw. die Türe nicht reinfährt oder nicht ist, kann natürlich ganz normal gedämmt werden. Das mache ich jetzt hier aber nicht, weil ich habe hier nur dieses kleine Stück und hier drüben dieses kleine Stück, wo dann gedämmt werden könnte, und das bringt mir nichts. Aus dem Grund nehme ich aber direkt in einem für diese Wand die Diamantplatte. Die Diamantplatte ist euch wahrscheinlich auch ein Begriff. Die Diamantplatte ist eine Allround-Platte, die ist für Feuchtraum, die ist für Schallschutz, die ist für Brandschutz. Also die kann man dafür nehmen, weil die eine sehr dichte sehr dichte Masse hat, sehr fest ist. Und das ist natürlich hier für unsere Wand, die ja keine vollen Ständer hat, sondern, zeige ich euch nachher, die Taschenprofile hat, eine gute Sache, dass auch eine gewisse Festigkeit oder eine absolute Festigkeit erreicht wird. Da ist die Diamantplatte dann hervorragend für, und deswegen benutze ich die hier auch, weil ich möchte es einmal machen und habe dann Ruhe, und deswegen benutze ich sie. Ja, jetzt geht es eigentlich darum, wenn ihr dann das Ständerwerk gebaut habt. Ich habe da auch schon mal ein Video drüber gemacht. Wenn ihr das im Detail noch nicht kennt, könnt ihr da gerne mal bei mir in den Videos nachgucken, wo ich ein Ständerwerk stelle bzw. eine Ständerwand stelle. Und genau so wird das hier auch gemacht, nichts anderes. Es ist eigentlich eine ganz normale Ständerwand, die erstmal gebaut werden muss. Und ist so. Für das Pocket Kit könnt ihr verwenden entweder das 75er Profil, 75 mm, so wie ich das jetzt hier auch mache, oder ihr könnt auch das 100er Profil nehmen. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Also das steht, da steht nichts dagegen, warum ihr das nicht machen solltet. Ihr könnt das 100er oder das 75er nehmen. Bei dem Montagezubehör von diesem Pocket Kit, was auch mitgeliefert wird, könnt ihr nämlich dann auch aussuchen, ob ihr jetzt die 100er Variante nehmt oder die 75er. Es ist für beide Profile jeweils ein Satz dabei. Also das ist wirklich gut gelöst von Knauf, dass man da nicht sagen muss, so, ich nehme jetzt nur das 75er oder nur das 100er. So könnt ihr dann auf der Baustelle oder bei euch zu Hause entscheiden, was ihr für eine Wandstärke braucht.
Ja, wie gesagt, die Profile habe ich jetzt vormontiert. Die müssen jetzt noch alle befestigt werden. Ich habe jetzt hier die Profile, wie ihr das seht, auf Laminat gelegt. Also das ist ganz normaler Laminat, schwimmender Laminat. Das ist aber kein Problem. Ihr müsst den jetzt nicht vorher rausschneiden oder sonst irgendwas, da wo euer U-Profil montiert wird. Das kann man ganz einfach lösen. Wenn die Wand jetzt fertig ist, fertig beplankt mit allem drum und dran, wenn die praktisch fertig ist, die kann auch schon gestrichen sein, schneide ich einfach mit einem Multitool hier an der Seite vorbei und schneide den Laminat auf. Und wenn der aufgeschnitten ist, kann der sich wieder bewegen, also schwimmend, so dass da wirklich auch nichts passiert und dass da nichts kaputt geht. An der Stelle, wo die Türe ist, schneide ich dann auch in der Fuge einmal auf mit dem Multitool und klebe dann wahrscheinlich eine Übergangsleiste drüber und dann ist das auch wieder gut. Also das ist kein Problem. Ihr könnt das natürlich auch bei Fliesen machen, auch kein Problem. Die Fliesen sind sowieso fest, da könnt ihr dann einfach drauf gehen. Die kann man entweder dann dübeln oder mit einem Schussapparat reinschießen in die Fugen oder ihr könnt sie auch kleben, das geht auch. Da gibt es spezielle Klebstoffe für, worauf ihr auf Fliesen oder auch Parkett einfach draufkleben könnt und das geht auch. So, jetzt seht ihr direkt mal hier die Montageanleitung von Knauf. Hier haben wir die einflügelige Ausführung und hier die zweiflügelige Ausführung. Je nachdem, was ihr benutzen möchtet, ist es hier im Plan drin. Hier stehen dann unten die Maße. Also hier zum Beispiel, jetzt habe ich ein Holztürblatt mit Standard-Türblattaufnahme. Dann Türblatt mit versteckter Türblattaufnahme und Glastüren. Könnt ihr natürlich auch einbauen. Dann habt ihr halt nicht oben auf der Tür so zum Festschrauben, sondern ihr habt Backen, die auf das Glas draufpacken. Das müsst ihr dann vorher wissen, was ihr haben möchtet und dementsprechend auch die Befestigung dazu kaufen. Also für Glastür zum Beispiel. Standardmäßig, oder es ist dann jetzt hier bei meinem dabei, die Türblattaufnahme, Standard-Türblattaufnahme. Dann ist es eigentlich, wenn man es dann weiß, relativ einfach. Hier haben wir jetzt das Einbaumaß B, Montagebreite MB. Die Höhe, also ist alles genau geschrieben, wie es hier zu lesen ist. Hier habe ich jetzt das Türblattbreite TBB von 86 gewählt, 86 cm, also 860 mm. Dann haben wir hier C. C ist das Einbaumaß, das heißt, ihr braucht einen Platz von 1730 mm. Der ganze Platz, also die Türe, braucht jetzt einen Hohlraum, sag ich mal, wo die rausfahren kann und rein in die Wand von 1730 mm, 1,73 m. Dann haben wir hier B, 855, ist das Einbaumaß, wo die Tür reinfährt. Also die braucht den Platz mit dem U-Profil unten, dass die Tür komplett da reinfahren kann. Und wenn ihr das nicht habt, habt ihr natürlich ein Problem, weil dann wird die Tür ja aufstehen. Deswegen gibt Knauf hier vor, 855 mm Einbaumaß B. Dann haben wir noch MB. MB ist die Montagebreite. Das heißt, da wo die Tür, wenn die zufährt, dass die halt die Öffnung verschließt. Ja, ihr seht schon, ich habe hier geschmiert. Ich habe mit dem Stift gemalt und bin dran gekommen. Haben wir dann 875 mm. Die Öffnung muss halt breit sein. 875 mm, also 87,5 cm. Und das wird dann auf dem Boden so erstmal vorgemalt. Das zeige ich euch jetzt gleich oder angezeichnet. Und dass ihr da euch auch nicht vertut. Also das ist ein wichtiges Kriterium, dass ihr diesen Platz auch habt. Ne? Also die Gesamtbreite C von 1730 mm, 1,73 m. Und wenn ihr den Platz habt, ist es absolut kein Problem, da so eine Türe reinzufahren. Oder jetzt hier
das Türblatt von 86 mm. Bei 73,5, also 735, braucht ihr wieder weniger. Seht ihr? Da braucht ihr nur 1480. Aber dadurch, dass ich die 86er habe, brauche ich halt diesen Platz. So, das war jetzt auch wieder ausgiebig von mir erklärt. Aber ich möchte auch nicht, dass da irgendwas schief läuft, wenn ihr das wirklich montiert. Deswegen, ihr kennt mich, erkläre ich es wieder so genau, so dass das halt auch funktioniert. Wie ihr jetzt die Aufteilung macht von dem Ständerwerk bzw. von der Öffnung, ist natürlich euch überlassen. Ich erkläre euch jetzt kurz, was ich hier gemacht habe. Also wie gesagt, meine Tür fährt jetzt hier ins Ständerwerk rein. Nach hier schließt sie. Hier ist praktisch mein Türanschlag. Ich habe jetzt hier gelassen 40 cm Platz, bevor die Tür anfängt, weil ich hier ein Regal reinstellen möchte auf dieser Seite und habe dann praktisch noch ein bisschen Stauraum, sage ich mal, so dass ich da halt ein Regal reinstellen kann, wo dann zum Beispiel die Farben drin sind in diesem Regal. Aber wie weit ihr jetzt anfangt, ob ihr jetzt hier anfangt oder da, ist egal. Hauptsache, die Tür hat genug Platz, um in euer Ständerwerk zu fahren. Das ist, wie gesagt, euch überlassen. Das ist jetzt natürlich bei der einflügigen Ausführung, bei der zweiflügigen, die könnte ich hier jetzt auch montieren, dann würde ich halt hier die Öffnung machen und würde beide Türen nach außen fahren. Klar. Also ganz einfach erklärt, wir haben dann hier die Montagebreite, das ist MB. MB brauche ich, habe ich euch eben gezeigt, 875 mm. Ich habe jetzt hier meine 40 cm, die ich haben möchte. Und hier 875 mm, 87,5 cm, wo kein Profil reinkommt. Und dann wieder mein Einbaumaß B von 85,5. Das überprüfe ich dann, 85,5, passt natürlich rein die Türe, hab ja genug Platz, mach mir hier unten direkt eine Markierung auf dem U-Profil von diesen 85,5 cm. Und das ist das Wichtige, dass ihr euch das dann auch richtig anzeichnet, hier von dieser Kante, vorher natürlich auf den Laminat oder Fliesen oder was, damit ihr auch wisst, wo ihr dann mit dem U-Profil wieder anfangt, um es richtig montieren zu können. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier schon mal vormontiert, muss jetzt aber hier noch das Profil festmachen, an der Decke noch zweimal festmachen. Das habe ich schon festgemacht und dann können wir auch schon weitermachen. So, ihr habt jetzt gesehen, ich habe alles festgemacht, bombenfest sogar. Und ich halte mich jetzt, oder ihr besser auch, oder ihr haltet euch auch, genau an die Aufbauanleitung, an die Montageanleitung, wie Knauf das hier auch schreibt. Das ist die Laufschiene, da wo praktisch die Türe drin fährt. Und die muss je nachdem gekürzt werden, was ihr für ein Türblatt habt. Also ich habe ja hier dieses 86,5er, die Öffnung. Und dementsprechend muss auch diese Laufschiene und auch hier drinnen die Verstellschiene gekürzt werden. Dabei ist so ein Imbusschlüssel, den braucht ihr öfters. Hier sind Imbusschrauben drin. Das seht ihr auch direkt, wenn ihr da oben reinguckt. Brauche ich jetzt auch gar nicht zu zeigen. Ich löse die jetzt mal. So, das sind zwei Stück. Und kann dann diese Verstellschiene, Verstellhebel einfach hier rausziehen. So, und den ziehen wir auch ganz raus, dass er komplett aus der Laufschiene raus ist. Und hier sind jetzt Markierungen drauf. Ja, gucken wir mal. Hier sind jetzt Markierungen drauf, jeweils für die Türbreite, die ihr habt.
Also ich habe jetzt hier die 86er, hier ist so ein Sägeblatt und hier muss ich das abschneiden, genau hier, weil sonst wäre das zu lang. Hier ist es bei einer 73,5er, wird hier, wo die gestrichelte Linie ist, einfach abgeschnitten. Das könnt ihr machen, womit ihr möchtet, wenn ihr eine Gehrungs- oder eine Kappsäge habt, die das kann für Aluminium, dann könnt ihr die nehmen. Ihr könnt es mit der Hand schneiden. Ich mache es jetzt hier mit einem Winkelschleifer. Und da sind halt die verschiedenen Punkte. Und ich muss jetzt wirklich hier bei 86 hier abschneiden. Die Imbusschrauben setze ich jetzt direkt schon hier rüber. Das mache ich jetzt auch als erstes. Hat zwei Gründe. Erstens, damit sie nicht verloren gehen. Und zweitens, damit sie direkt am richtigen Platz sind. Ich setze die mal kurz rüber. Na, komm. So. Direkt wieder einsetzen. Weil das kennt man ja. Dann legt man Schrauben auf Seite. Und dann sind sie weg. So habt ihr das direkt vermieden und sie sind wieder da, wo sie auch anschließend reingehören. Also jeweils da, wo ihr abschneiden müsst, kommen die, wenn man es liest, links daneben. So, dann schneide ich das jetzt auch mal ab an dieser gestrichelten Linie. Und beim Abschneiden natürlich darauf achten, was für die Augen und was für die Ohren. Ne? Also das muss schon geschützt sein, sonst könnte es am Ende schief gehen. So, das haben wir jetzt abgeschnitten. Jetzt geht es auch hier um die Schiene, praktisch die Laufschiene, wo die Tür drin läuft. Die muss auch gekürzt werden. Wenn ihr halt, also wenn ihr ein Türblatt von einem Meter habt, also diese 98,5, dann braucht ihr gar nichts zu schneiden. Dann könnt ihr das so lassen. Macht ihr aber eine kleinere Türe, müsst ihr jeweils immer das schneiden, was ich jetzt auch gemacht habe. Und dann auch hier die Laufschiene, die muss dann auch gekürzt werden. Dadurch, dass ich jetzt hier eine Montagebreite von 87,5 habe, also die Türe 87,5, muss ich auch diese Laufschiene kürzen. Knauf gibt hier an, Einbaumaß C, Schienenlänge 1730 mm, 1,73 m. Das werde ich dann auch machen. Es steht hier oben drauf, auch ganz genau beschrieben oder beschriftet, nicht an dieser Seite zusägen. Also da, wo praktisch hier die Halterung ist, ist ein Aufkleber drauf, nicht an der Seite schneiden, sondern an der gegenüberliegenden. Und das ist dann hier die, die wir jetzt noch abschneiden. Da müsst ihr jetzt auch dann sehr genau messen, also nicht circa, sondern wirklich, ich sag jetzt mal, ja nicht übertrieben, aber genau die 1,73 Meter. So, ich lege den Zollstock ganz genau an oder Gliedermaßstab oder wie ihr ihn auch immer nennen möchtet. 1000, ich gucke lieber nochmal, 1730. 1,73 Meter. Dann mache ich mir jetzt hier einen Punkt. Und dann am besten auch mit einem Winkel genau anzeichnen. Wie gesagt, mit der Kappsäge geht es natürlich am einfachsten. Aber ich mache es jetzt hier auch wieder mit dem Winkelschleifer. So, angezeichnet habe ich. Dann schneide ich das jetzt auch. Das schneidet ihr am besten, wenn ihr das mit dem Winkelschleifer macht, in mehreren Etappen. Jetzt erstmal oben, dann drehen. Und immer so weiter, einmal rum. Sollte schon relativ gerade sein, also nicht irgendwie so krumm. Dann müsst ihr nachschneiden, also sollte schon ziemlich gerade sein.
Ihr seht schon, wie massiv das ist, dass es wirklich richtig stabil ist. Und das ist Aluminium. Ich zeige euch jetzt mal den Schnitt. Schaut mal. Also ihr seht, das ist schon richtig gerade abgeschnitten. Ja, kann man erkennen. Weil das ist halt die Voraussetzung, damit das Maß auch stimmt, dass ihr das ziemlich gerade schneidet. Da könnt ihr auch jemand fragen, ob er so eine Kappsäge hat, euch das mal kurz schneiden kann, wenn ihr euch das nicht mit dem Winkelschleifer zutraut. So, das haben wir dann abgeschnitten. Dann drehe ich das Ganze wieder. Ja, ihr seht, Schiene haben wir jetzt schön geschnitten. Dann kommen wir jetzt noch mal zu unserem Verstellhebel. Ich habe mir jetzt hier das Zusatzteil Push to Open bestellt. Das ist hinten in der Tasche drin. Und das heißt, ich kann die Türe halt andrücken und sie kommt raus ein Stück. Oder wieder rein und sie bleibt drinne, so dass da eine Stabilisierung entsteht und dass man die Türe leichter rausfahren kann. Also dann nur gegendrücken und dann kommt die raus. Das sehen wir dann auch alles, wenn es fertig montiert ist. Das Zubehör ist alles dabei, was dazu gehört. Wir schrauben dann einfach, also unseren Wagen, rollen wir mal ein Stück nach vorne, schrauben dann das Hinterteil ab. So, mal den Wagentusch mal hier auf die Seite. So, einfach abschrauben. Ich gucke natürlich auch in die Montageanleitung, wie es dann letztendlich genau gemacht wird. Dann hat man hier so ein Einraster praktisch. Da sind die Schrauben für die Madenschrauben sind hier vorgegeben oder beziehungsweise die normalen Schrauben. Das passt in kein anderes Loch rein. Das passt nur so. Die Schrauben sind natürlich auch dabei. Setze ich dann auch richtig da rein. Das passt alles wie dafür gemacht. So, ansetzen die Schraube. Das ist, wenn man so dicke Finger hat, dann funktioniert das nicht richtig. Und dann die nächste Schraube. Und das am besten montieren, bevor das Teil wieder drin ist. So, auch richtig schön festmachen. Dann wird das einfach hier drauf geschoben. Einfach da drauf schieben, bis es Klick macht. Klick, jetzt ist drin. Das ist vorgespannt, auch vorgespannt lassen, dass es drin ist vom Werk aus. Aber da noch mal gucken, dass es auch wirklich so ist. Und dann kommt das nächste Teil an den Laufwagen. Hier dieses Teil. Das wird dann hinten einfach so draufgeschoben. Es gibt eine lange Seite und eine kurze Seite. Wird auf die kurze Seite aufgeschoben. Weil da ist so ein Magnet mit dran. Dann ist eine kleine Schraube dabei. Und das Ganze wird dann einfach mit der Schraube hier verschraubt. Schraubendreher. So, dann den passenden Schraubendreher rausgeholt. Und da einfach die Schraube festziehen. So. Und denkt dran, nach fest kommt locker. Also gut handfest festziehen und dann passt das. So, dann können wir auch schon den Laufwagen
wieder einsetzen. Diese Schiene kommt ins obere, in die obere, in den oberen Schlitz. So, jetzt habe ich es. Das geht ein bisschen stramm. Auch schön bündig hinten, dass alles schön hier bündig ist. So. Das kann man aber dann anschließend auch noch verschieben, auch wenn es montiert ist. Hier ziehe ich wieder meine Madenschrauben fest. Und jetzt kann ich euch gleich auch das Prinzip zeigen. So. So, wenn jetzt hier die Türe dran geschraubt ist mit den Haken, fährt die Türe praktisch dagegen. Und ich kann jetzt hier sagen, so rausziehen. Ihr seht den Hebel, der hier rauskommt. Drinne, draußen. Und so kann ich die Tür dann schön packen an der Griffmuschel, wenn sie dann draußen ist. Und das ist das Prinzip von dem Push-to-Open. Ja, ist eine klasse Sache. Wenn der Push-to-Open dann montiert ist, dann kommt auch dieses Teil, genau wie auf der gegenüberliegende, was ja schon montiert ist, auch hier drauf. Und das wird, da wird dann unser Ständerwerk, was hier vorbeiläuft, gleich hier, wird, beziehungsweise drüben, wird dann hiermit verschraubt. Und die müssen halt auch rein. Eine Seite greift drunter, eine Seite greift drunter und die andere Seite wird mit den Madenschrauben dann befestigt. So sieht das aus. Da genauso wieder gucken, auch mit dem Zollstock oder mit dem Gliedermaßstab, dass es bündig ist, dass es nachher auch am Profil, am C-Profil nicht stört und wird dann auch festgezogen. Gucken, dass die Schrauben auch wirklich fest sind. Nicht, dass sich da irgendwas löst, wenn die Beplankung drauf ist, weil da kommt ihr dann eigentlich nicht mehr ohne weiteres dran. So. Und die gegenüberliegende Seite kann dann auch mal überprüft werden, ob die fest ist von den Schrauben her, dass da alles okay ist. Liegt alles super glatt auf. Sieht gut aus. Ja, und wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch direkt noch einen Einzugsdämpfer montieren. Den gibt es auch noch dazu. Das ist dann auch so eine kleine Kiste. Da ist alles drin. Wir haben ja auf der einen Seite den Push-to-Open eingebaut und auf der anderen Seite können wir dann den Dämpfer einbauen. Der Dämpfer ist praktisch, wie ihr das an den Küchenschubladen zum Beispiel kennt mittlerweile, dass man die Schublade drücken kann und sie fährt ganz langsam rein. Genauso ist das auch hier bei der Türe und deswegen habe ich mir auch noch den Dämpfer dazu geholt, dass das natürlich auch alles einmal drin ist. Die Sachen, jeweils der Push-to-Open und der Dämpfer, können aber auch nachträglich eingebaut werden. Also wenn alles fertig ist und ihr sagt, ach, ich hätte den aber eigentlich schon gerne drin, wenn ihr euch dafür später entscheiden solltet oder ihr habt vielleicht das Pocket Kit schon installiert oder montiert, dann könnt ihr immer noch sagen, immer, ich will den Push-to-Open oder den Dämpfer nachträglich noch einbauen. Also ich persönlich finde es eine klasse Sache, dass wenn mal die Türe aufgeschlagen wird, dass die nicht voll da reinknallt, sondern dass es halt so ist, dass sie dann langsam reinfährt. Ich finde es toll. Ja, das montieren wir jetzt auch mal. Ist eigentlich auch kein Problem. Ihr habt hier vorne, also das ist praktisch Anschlagseite, wo dann der Dämpfer eingebaut wird. Da dürft ihr euch auch nicht vertun. Ne? Also einmal Anschlagseite und einmal Taschenseite. Auf der Taschenseite ist dann der Push-to-Open eingebaut und auf der Anschlagseite wird dann der Dämpfer eingebaut. Das ist auch beim Einbau sehr wichtig, weil hier ist so eine Aussparung vorne am Profil an dieser Laufschiene, wo das dann was breiter ist. Das ist dann mehr oder weniger ein bisschen mehr ausgefräst und das ist auf jeden Fall auf der Anschlagseite. Dazu komme ich aber nachher nochmal, weil wenn man sich da vertut,
hat man echt ein Riesenproblem. Was muss man dann machen? Also wie gesagt, das ist Anschlagseite. Hier sind auch zwei Madenschrauben. Die können wir lösen und können dann auch die Schiene rausziehen. Hier seht ihr den alten Anschluss. Den schrauben wir auch komplett ab. So, das können wir dann auf Seite legen. Dann gibt es dabei zwei verschiedene, DD nennen die sich, DD und wie heißt der andere, da muss ich selber nochmal gucken, DE. DE ist der kürzere und DD ist der längere. Der DD kommt auf der Anschlagseite und der käme in die Taschenseite, wenn wir nicht den Push-to-Open montiert hätten. Deswegen können wir den ganz auf Seite legen und montieren unseren DD auf der Seite. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, ich habe aber auch wenig Platz hier. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Platz. Beziehungsweise, das kommt bei mir ja dadurch, dass ich euch das hier zeige. Da sind die Schrauben, die aus dem alten sind, werden jetzt hier auf das neue, auf den DD, ich nenne den jetzt einfach DD, eingesetzt. Die passen dafür. Da sind keine extra Schrauben dafür bei, sondern die werden dafür benutzt. Das schrauben wir dann fest. So. Die auch. Quietsch, quietsch, quietsch. Auch gut festziehen. So, das ist jetzt schon mal fest. Dann können wir das theoretisch auch wieder reinschieben. Auch wieder bündig hinten. Ja, ihr seht auch schon, dass ich die Montageanleitung hier liegen habe, weil da muss man wirklich aufpassen, dass man sich da nicht vertut. Es gibt da zwei verschiedene Auslöser, nennen die sich. Einmal so ein langer und einmal so ein kurzer. Der lange ist der DB und der kurze ist der DC. Der DC, der kurze, kommt auf die Taschenseite, also wo die Wand, wo die Tür reinfährt, ist die Taschenseite und die Anschlagseite ist die Seite, wo die Türe gegenläuft. Der der DB wird jetzt praktisch hier so montiert, der Auslöser, dass die Madenschrauben frei bleiben und der läuft dann praktisch nach rechts. Ich hoffe, ihr seht das. Ich glaube nicht, ne? Ja, weil ich mache das jetzt mal mit der Kamera hier. Hier seht ihr die Madenschrauben und der Auslöser ist dann hier nach rechts. Das ist der mit diesem langen, der ist auf der Anschlagseite. Schrauben sind natürlich auch dabei. Damit wird der jetzt da festgeschraubt. Das ist dann Kreuzschraube. Wird rein. Nur leicht anziehen, damit wir das auch noch verrücken können. Jetzt die andere Seite. Und das ist wie gesagt der DC. Der hat eine kurze Nase hier. Der kommt dann auf die Taschenseite. Da wird der montiert. Das zeige ich euch jetzt auch. Da ist auch jeweils ein Pfeil drauf, in welcher Seite, in welche Richtung der montiert werden muss. Hier genauso. Hier ist auch ein Pfeil. So, dann können wir auch schon montieren. Hier das auf jeden Fall vorspannen. Ist es eigentlich vom Werk aus, aber am besten nochmal gucken, dass es ganz oben ist. Wird reingeschoben, rollen zuerst. Dann den Wagen. Hier ist diese Überhöhung, was hier genau drunter geht. Auch reinschieben. Das können wir auch schon mal wieder reinschieben. Drehen uns die zwei Madenschrauben
wieder etwas fest. Das muss auch nicht bündig sein, das kann auch ein bisschen weiter rein sein. So, dann dabei ist so eine Schraube, eine Imbus, etwas länger, und drehen die von oben mit dem Wagen fest. So, und jetzt guckt mal, hier ist halt wie gesagt der Auslöser. Seht ihr, wie das reinzieht? Und beim Rausziehen, oh, das war was fest. Das ist dann der Auslöser, der verursacht, dass die Tür reingezogen wird. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie die Schiene vorbereitet wird. Mit dem Dämpfer und mit dem Push-to-Open. Und wie gesagt, ich finde es eine Erleichterung. Oder wenn eine Tür schön leicht reinzieht und wieder rausgeht. Bin mal gespannt, wenn die Türe drin ist, was ihr sagt, wie das aussieht. Ist dann auf jeden Fall gut. Ja, jetzt kommen wir auch dann wieder zum Ständerwerk. Das ist das nächste, was wir machen müssen. Die Laufschiene ist soweit vorbereitet, so dass die auch gleich eingebaut werden kann ins Ständerwerk. Die Ständer habe ich mir auch schon zurechtgeschnitten, so dass sie auch reinpassen. Denkt bitte dran, wenn ihr Ständerwerk stellt, die C-Profile in den Wänden immer 1 cm kürzer als das richtige Maß ist. Und dann passt das auch alles, dann kann das Ständerwerk schön arbeiten. Das ist halt wichtig. Das Ständerwerk wird dann einfach reingestellt, reinstellen, drehen und gut. Das hier vorne wird ganz bündig gesetzt. Und das bei der Markierung, die wir eben gemacht haben, genau auf die Markierung. Das war ja genau bei 1,73 Meter und da ist es dann auch genau richtig. Dazu nehmen wir uns natürlich eine Wasserwaage, um die Profile genau auszurichten. Die müssen also 100%ig oder 99%, wenn es sogar geht, 100% im Lot stehen und können dann auch schon die weitere Vorbereitung mit den Aufhängungen für die Laufschiene machen. Ja, ich habe jetzt hier eine magnetische Wasserwaage, eine digitale, die zeigt mir genau an, wann das jeweilige Teil, was ich bemessen will, gerade steht. Und die Profile werden auf jeden Fall gekrimpert, das heißt mit so einer Krimperzange hier, die kriegt ihr auch eigentlich überall. Es wird unten gekrimpert, oben gekrimpert. Am besten erst eine Seite festmachen und dann, also unten festmachen, dann nach oben ausrichten und dann oben festmachen. Das mache ich jetzt hier auch so. Also hier genau das Maß einhalten, bündig mit dem U-Profil. Ich kehre euch mal den Rücken zu. So. Eine Krimperzange verbindet praktisch die Profile untereinander. Dann schlägt das Blech ineinander. So, dann steht das nämlich auch schon mal richtig fest. So, jetzt kann ich das auch oben verkrimpern, indem ich das jetzt hier genau richtig rücke. 0,0 heißt, steht 100%. Libelle auch nochmal überprüfen. So, das Profil steht jetzt auch ganz genau. Ihr könnt euch dann zur Hilfe oben so einen Strich machen, genau an der Kante, dass wenn ihr krimpert, dass ihr nicht verrutscht, und könnt dann auch überprüfen, ob es noch ganz genau richtig steht. Oh, das stimmt. So, feste drücken und verkrimpert. Es fest. Normalerweise werden beide Seiten verkrimpert, aber ich komme hier jetzt so nicht da rein wegen diesem Unterzug, aber auf jeden Fall von beiden Seiten verkrimpern. Bei mir geht es jetzt hier nicht,
Ich kann es nicht ändern. Und das andere Profil verkrimpern wir genauso, damit das auch alles richtig passt. Ja, da muss man teilweise schon richtig feste drücken, damit man das richtig gemacht kriegt. Ihr könnt das auch einmal, zweimal, dreimal verkrimpern. Man kann ja mit der Krimperzange ein bisschen verrücken. Umso fester, umso besser. Es geht aber eigentlich auch nur darum, dass es jetzt nicht verrutscht bei der Montage von der Laufschiene. Und einmal zur Kontrolle könnt ihr dann wirklich die Laufschiene einmal reinmachen, gucken, passt die. Ihr seht, die passt, also geht gut rein. Ein bisschen stramm ist gut. Und jetzt zeichnen wir uns oben an, wo diese Laufschiene hin muss. Und da gibt es auch noch ein paar Details, wo man drauf achten sollte. So, jetzt sind wir schon bei den Montagehilfen angekommen für die Laufschiene. Die Montagehilfen werden jeweils auf die Höhe montiert, wo die Laufschiene läuft. Dazu gleich mehr. Jetzt geht es erstmal um die Höhe. Was für eine Höhe brauche ich? Also ich habe jetzt hier im Plan bei einer 1,98 Meter 5er Türblatt, das ist angegeben in also die 2 Meter 11er Türblätter, das sind dann die größeren, die höheren, oder die 1,98 Meter 5. Und da steht dann genau im Plan auch, guck mal, ob ich es hier drauf kriege. Im Plan auch Montagehöhe von dieser Montagehilfe. Hier seht ihr diese Kerbung und genau da zeichnen wir an, so dass wir genau die Höhe bekommen. Dafür benutze ich einen Laser. Den habe ich jetzt hier auch schon mal dran gehangen. Die Montagehöhe ist jetzt hier genau bei 2 Meter. Das heißt, fertig Fußboden 2 Meter. Wenn ihr jetzt einen Rohboden habt, also nur den Estrich, und ihr wisst, da kommen anschließend noch Fliesen drauf von einem Zentimeter oder 1,2 oder 3, da müsst ihr wirklich genau vorher wissen, was für eine Höhe bekommt ihr. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst sitzt die Schiene nicht richtig, die Laufschiene, und eure Türe passt nicht rein. Also ihr müsst genau wissen, was habe ich für eine Aufbauhöhe auf dem Boden, der noch reinkommt, oder wie bei mir jetzt hier, das ist Fertigboden. Das heißt, hier kann ich jetzt genau auf 2 Meter einen Strich machen und da werden meine Montagehilfen montiert. Was ich eben gesagt habe, halt mit dieser Auskerbung, sieht aus wie Pfeile, und da werden die montiert. Also ich messe das jetzt mal. Im Plan steht 2 Meter. Ich klappe meinen Gliedermaßstab aus, mache mir bei 2 Meter einen Strich, so, setze meinen Laser genau auf das Maß. Ich mache den mal an, wo ist es? Hier. Kann jetzt hier genau einstellen, wo sind meine 2 Meter. Und da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr das bedenkt. Also ich kann es nur noch mal betonen, die genaue Fußbodenhöhe muss dazu berechnet werden. Oberkante, Fußboden. Ihr seht, jetzt habe ich hier auch den Strich. Mache mir hier auch mit Bleistift. Ihr könnt dann entweder direkt hier den Laser draufsetzen. Kann ich natürlich auch machen. Mache ich dann auch. Dann habe ich es einfacher. Und jetzt nochmal zu der Laufschiene. Ihr habt, ihr dürft das nicht verdrehen. Ihr habt hier die Aussparung. Die habt ihr auf der anderen Seite nicht. Und diese Aussparung muss auf der Anschlagseite sein. Das heißt, hier ist es breit, weil diese Montagehilfen kann man auch ganz leicht verdrehen. Deswegen müsst ihr darauf achten, dass die Seite mit der Aussparung, man hat ja jetzt nicht immer hier diesen Dämpfer drin, ne? Deswegen kann man das manchmal nicht genau sehen. Hier weiß ich jetzt, Dämpfer ist automatisch Anschlagseite, aber wenn ihr den nicht habt, diese Aussparung ist Anschlagseite. Das heißt,
Wo ist er? Hier unten. Diese Montagehilfe muss jetzt hier oben rein. In diese, hier ist so eine Überhöhung, seht ihr die? Ja. Und die muss da rein. Das heißt, so rum mit der breiten Seite ist auf jeden Fall meine Montagehilfe auf der Anschlagseite. Und die schmale Seite, das ist dann diese Kante, ist dann auf meiner Taschenseite. Darauf ist peinlich zu achten, wenn ihr euch da vertut, kann ich euch aus Erfahrung sagen, dass es viel Arbeit ist, das zu korrigieren. So, dann habt ihr dabei auch so einen Schraubenbeutel, bei dem ganzen Montagematerial, was dabei ist, so ein Schraubenbeutel, das ist gleichzeitig für die erste Beplankung, für die zweite Beplankung, diverse andere Schrauben und dann sind hier die Schrauben 3,5 x 11 und mit den 3,5 x 11 montieren wir jetzt auch die Montagehilfen. Nehmt euch dann einen Akkuschrauber oder was ihr auch immer habt und können dann versetzt jeweils eine Schraube reinmachen. Hier sind jetzt vier Schrauböffnungen drin. Wir brauchen aber nur zwei zu verwenden. Damit ich das genau sehe, stelle ich mich auch auf die Leiter, weil es soll, wenn schon, genau sein. So, da ist jetzt genau mein Keil. Da seht ihr das. Also genau dazwischen ist jetzt ausgerichtet. Und auf der anderen Seite auch. Und so muss das dann aussehen. So, ich schraube die Montagehilfe fest. Ich richte nochmal aus. Einmal unten eine Schraube. Oben die Schraube rein. Auf der anderen Seite genauso befestigen. Jetzt können wir dann die Schiene in die Montagehilfe reinmachen. Wie gesagt, ich gehe gleich nochmal mit der Kamera dran, damit ihr das genau seht. Das könnte ab und zu mal ein bisschen stramm werden, aber das ist eigentlich auch gut. Dann wissen wir auch, dass es genau dazwischen passt. So. Das wird dann einfach aufgelegt auf die Montagehilfe. Ich zeige euch gleich auch noch die zwei Schrauben, die drin sind. Wenn die Montagehilfe drin ist, so wie jetzt, können wir auch mal die Wasserwaage drauflegen und genau gucken, ob es wirklich hundertprozentig ist. 100%. So, hier oben seht ihr jetzt die Montagehilfe. Da ist eine Schraube drin und da, dass die sich nicht wegdrehen kann. Vier sind drin, aber wir brauchen nur zwei. Und hier seht ihr die Wasserwaage. Ja, komm. Da zeigt 0,0 an. Oh, 0,1. Ich habe euch belogen. Hier waren auch alte Lampen hier oben. Die können drin bleiben, das ist kein Problem. Ja, mal gucken mit der Wasserwaage. So, stimmt aber. Also genauer geht gar nicht. Das ist schon wirklich hundertprozentig. Hier oben kommen jetzt Schrauben rein. Die gleichen, die hier drin sind, verschrauben wir jetzt gleich. Auf der anderen Seite genauso. Und dann passt das. Und es ist wirklich wichtig, nochmal, die Aussparung muss an der Anschlagseite sein, da wo die Türe gegenfährt. Weil sonst habt ihr wirklich ein Problem. Ihr könntet auch anschließend gar nicht wechseln mehr dann, was heißt wechseln, dazu montieren, halt den Dämpfer. Das wird alles nicht mehr funktionieren, deswegen ist das wichtig. So, das war jetzt auch das letzte Mal, dass ich es gesagt habe. Wenn es falsch macht, sei das selber schuld. Ja, wie gesagt, jetzt kann oben verschraubt werden. Einfach mit den Schrauben, die ich gerade auch schon gesagt habe, die 3,5 x 11
oben dann aber voll ausschrauben. Das sind, glaube ich, 6 Schrauben pro Seite, die dann da rein können, damit unsere Laufschiene auch wirklich fest ist. Mit den Händen gleichzeitig am Profil und der Montagehilfe von der Schiene, also die Halterung, die Profilhalterung von der Schiene gleichzeitig gucken, dass die auch bündig sitzt und nicht irgendwie übersteht. Dann mache ich jetzt erst da 2 rein und auf der anderen Seite 2, damit das Ganze schon mal eine gewisse Stabilität bekommt. Jeweils alle 6 Schrauben sind jetzt drin und jetzt können wir von unserer Montagehilfe die Schrauben wieder rausdrehen. Und können die auch wieder auf Seite packen. So.